Die Werner-Assmann-Halle, einer der Gründe für den Eisenacher Klassenerhalt in der vergangenen Saison. Zu Hause 7 Siege und natürlich ausverkauft. Diese Festung auch zum Auftakt der neuen Saison gegen die Füchse Berlin. Eisenach in Blau-Weiß. Das erste Tor allerdings erzielen die Gäste Lasse Andersson. Eisenach im Angriff mit 4 Rückraumspielern versucht so das Fehlen von Kreisläufer Peter Walz zu kompensieren. Und das gelingt den Thüringern in den ersten 20 Minuten sehr gut. 12-12 durch Marco Grigic, aber die Berliner kontern prompt. 2 Dänen unter sich, schnelle Mitte über Gitzel und Andersson. Die Füchse legen zwar immer wieder vor, so richtig absetzen können sie sich aber zunächst nicht. Auch wenn der Welthandballer dann mal kurz am Gashahn dreht. Wieder mal eine Gala-Vorstellung von Matthias Gitzel. 12 Tore insgesamt am heutigen Abend von ihm. Gitzel ist es dann auch vorbehalten, den 17:19 Pausenstand zu markieren. Zwischen der 35. und 40. Minute gibt es dann einen Berliner Lauf von plus 1 auf plus 6 aus Füchse Sicht. Aber Eisenach kämpft, legt alles rein, Malte Donker. Entschieden ist hier noch nichts. Die Füchse zehren von der rausgeworfenen Führung kurz nach der Pause. Gitzel findet immer wieder Lücken, kaum zu halten, dieser Kerl. Und auf der Gegenseite stemmt sich immer wieder Marco Grigic mit aller Macht. Gegen diese drohende Niederlage der deutsche Nationalspieler. Heute mit 6 Toren insgesamt. Super Spiel vom Olympia-Vize. Wir sind in der 55. Spielminute und längst ist dieses Spiel ein absolutes Torfestival geworden. Am Ende läuft es dann wieder größtenteils über Matthias Gitzel, den Welthandballer. Der Junge ist kaum zu bremsen. Tor um Tor, ich habe es gesagt, insgesamt 12 am heutigen Tag. Da kann auch der Ex-Fuchs und Neu-Eisenacher Silvio Heinevetter nicht viel gegen machen. Den Abschluss setzt dann Tim Freihöfer mit seinem 12. Treffer. Der Schlusspunkt, die Füchse Berlin gewinnen 41-35. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.